ist, dass man schnell zur Falle geht, dass man möglichst schnell kontrolliert. Und das ist ja über die Fallmelder vollkommen problemlos möglich, weil man ja direkt die Nachricht kriegt, dass ihr eine möglichst kurze Verweilzeit in der Falle habt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich, dass man beim Abfangen schnell und zielgerichtet vorgeht. Ja, und da kann man im Prinzip mit einem Abfangkorb oder mit einem Abfangnetz arbeiten. Das kann jedem überlassen, wie er es macht. Ja, dass es halt schnell und zügig geht, ne? Und dass jeder sein Handwerk versteht. Und dafür sind ja auch die Fallenlehrgänge da, dass jeder das miterlernt, wie dann funktioniert. Dann, das ist auch eine Säule des Handwerks, dass man, wenn das Wild in der Falle ist, auch einen sauberen Abschluss bekommt. Das heißt, es ist nicht nur die Falle, die funktionieren muss, sondern es ist auch der nächste Schritt, der muss funktionieren, nämlich das Wild relativ sicher, tierschutzgerecht auch aus der Falle zu entnehmen. Wir sprechen heute von Lebendfallen. Das Abfangen als nächstes, dass nämlich der Ablauf eines Systems durchdacht ist, bringt dem Jäger als solches eine tiefe Zufriedenheit, wenn alles super funktioniert hat. Das heißt, das Wild ist entnommen, ich habe den Fangschuss angebracht und das Tier hat in keinster Weise gelitten und ich bin innerhalb von 5 Minuten vom Fangplatz wieder weg. Das ist eigentlich heute der Standard, den wir heute in der Fangjagd sehen. Also nachhaltig ist, dass wenn das Tier tatsächlich gefangen wurde und ich habe über eine Meldung oder eine Sichtung, dass das Tier, dass die Falle zu ist, ich muss im Vorfeld testen, wie sind die Abläufe des Abfangens. Es hilft uns wenig, eine Falle aufzustellen und sich dann zu überlegen, um Gottes Willen, wie kriege ich das wieder raus. Also zielführend ist tatsächlich heute mit Systemen zu arbeiten, mit Fangentnahmen zu arbeiten, mit Fangkörben, mit Fangsäcken, die mittlerweile immer größere Beliebtheit sich erfreuen. Wenn man das Ganze sicher beherrscht, dann hat man eben auch wirklich ein gutes Handwerk ausgeübt. Und das ist Grundvoraussetzung, was wir heute haben. Um darauf zurückzukommen, Fangschuss. Habe ich ein geiles Video von, zeige ich euch. Überspiele ich euch. Also in dem Moment, wenn das Wild in der Falle ist und ich komme an die Falle heran, gibt es zwei ganz markante Punkte, die häufig nicht beachtet werden. Zum einen herrscht absolute Ruhe und ich mache es in der Regel auch alleine. Kein Jagdhund hat etwas in der Nähe der Falle zu tun, wo Adrenalin kocht, auf Deutsch gesagt. Das Netz wird vorgesetzt, dann läuft der Marder in dieses Netz und in dem Moment, wenn er in dieses Netz einläuft oder in den Fangkorb einläuft, wird zwangsläufig der Fangschuss sofort gesetzt. Warum mache ich das? Ich möchte nicht, dass das Tier leidet. Ich möchte, dass das Tier auch nicht sich noch großartig verletzen kann. Also gerade im Fangkorb haben wir mal das Problem, dass die sofort anfangen, dort sich rauszubeißen, weil sie einfach in Panik geraten. Und das kann ich nur unterbinden, indem ich umgehend den Fangschuss anbringe. Der Fangschuss ist eine Sache, die man trainieren muss. Man muss erstmal in der Lage sein, überhaupt eine Waffe zu führen. Sprich, ich brauche den Jagdschein, ich muss die Jagdberechtigung haben und so weiter. Aber ich muss auch dementsprechend mit der Munition hantieren. Das heißt, ich muss wissen, wie wirkt die Munition. Verschiedene Munitionen auf verschiedene Wilder an. Auch das ist kein Fremdwort mehr. Und das muss im Vorfeld, genauso wie die eigentliche Entnahme, einmal durchgespielt werden. Das heißt, den Fangschuss auf den Schießstand geben, wie funktioniert eigentlich meine Kurzwaffe, wie arbeite ich damit und was mache ich in der Dämmerung zum Beispiel. Ich sehe noch nicht alles, das Tier ist nachts gefangen worden. Das muss ich blind beherrschen. Das heißt, die Entnahme mit dem Fangschuss, auch das wird in Ruhe durchgespielt und es wird tatsächlich trainiert. Aber das wird auch ausgebildet heute und das ist eine gute Sache. Also ich mache es mal an einem Beispiel fest. Wir haben eine große Rohrfalle, ob jetzt aus Kunststoff oder aus Beton, wenn sich was gefangen hat. Das Ding ist 5 Meter lang und ich habe in der Mitte 2,50 Meter bis zu 2,50 Meter Volumen, wo der Fuchs sich aufhält. Wie kriege ich den da raus?
Und da muss man einfach ganz einfach im Vorhinein sich im Klaren sein, ich brauche dafür einen Schieber, brauche dafür ein Abfangnetz oder einen Abfangkorb oder ähnliches. Und das wird vorher, wie gesagt, getestet. Also eine 5 Meter lange Falle hat mindestens ein 5,10 Meter langes Stück Gelenkstange, wo ich mit in die Falle reinkomme. Das Wild wird mit aller Ruhe in dieser Falle rausgeschoben. Ja, also man kann sich vorstellen, wir nehmen mal einen 12 Kilo Dachs, der hat schon ein bisschen Gewicht. Das Ganze muss auch in der Technik funktionieren. Und das passiert nicht einmal im Jahr, das passiert einmal ein- oder zweimal häufiger an einer Falle. Und dementsprechend ist das Equipment, was ich bei mir trage, das hat schon Hand und Fuß. Ja, also eine 6 Meter lange Stange, da kann man also verschiedene Stangen heute nutzen. So Teleskopstangen, die man nutzen kann mit dem dementsprechenden Vorsatz. Das Ganze hat Hand und Fuß im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben jetzt mit einer guten Falle, einem guten Köder, ein Tier gefangen. Also die Falle hat ausgelöst, der Fallenmelder hat uns informiert. Wir wissen jetzt, dass die Falle ausgelöst hat, wir wissen aber noch nicht, was drin ist. Ja? Ich sag mal, ich habe meine Fallmelder so eingestellt, dass sie sich morgens um 6 melden und abends um 18 Uhr. Das ist ein 12-Stunden Abstand. In Nordrhein-Westfalen ist zweimal am Tag vorgeschrieben mit 12-Stunden Abstand. Wenn ich dann aufgestanden bin, sehe ich schon, ob ich jetzt eine Abfangwaffe mitnehmen muss oder nicht. Ja? Das ist auch das Praktische an den Fallenmeldern, weil es ist ja nicht nur, dass die Kontrolle gespart wird. Unter Umständen kann ich mir auch die Waffe, sprich einen Revolver oder sowas, sparen. Für viele gerade, die, ich sag mal, anschließend zum Arbeitsplatz fahren oder so, die müssen wieder nach Hause fahren, den Revolver wieder wegbringen. Und da sieht man eben schon auf dem Handy morgens, brauche ich jetzt eine Waffe oder nicht. Ne, wie viel Zeit muss ich einplanen, um das Ganze jetzt zu machen? So, und ich sag mal, die Falle hat gefangen, aber die Jagd ist ja eigentlich noch nicht vorbei, sondern die Jagd endet erst im besten Falle mit dem Erlegen des Tieres. Und ja, ich sag mal, da sehe ich leider auf Facebook schon viele Sachen, die mich da doch sehr stören und die eigentlich überhaupt nicht sein müssen oder sein brauchen, wenn man die richtige Technik anwendet. Ich sag mal, wir alle oder viele Jäger haben Hunde. Ne? Der Hund hat für mich an der Falle erstmal nichts zu suchen. Der wird immer ganz großes Stück davor abgelegt oder abgesetzt. Ja. Den lasse ich also nicht bis zur Falle laufen, nicht an den Schiebern rumkratzen, nicht bellen, nicht hecheln. Denn ich sage mal, die Tiere sind ruhig in der Falle. Aber wenn die jetzt mitkriegen, da draußen ist ein Mensch oder ein Hund, das sind natürlich ihre Feinde, dann werden sie unruhig. Das wollen wir gar nicht. Ja. Also wenn ich überhaupt einen Hund mitnehme, wie gesagt, ich nehme meinen Hund mit, aber der wird weit vor der Falle abgesetzt. Dann gehe ich leise zur Falle. Ne? Man sollte jetzt auch nicht dabei telefonieren oder mit irgendeinem Bekannten quatschen, sondern man geht leise zur Falle, wie man auch, ich sag mal, bei der Einzeljagd leise hingehen würde. Man öffnet die Falle leise, man öffnet die Köderluke, einen Spalt, und dann hält man das Handy rein und schießt ein Foto zur einen Seite und ein Foto zur anderen Seite. Ne? Immer zwei Fotos machen, denn es können sich ja auch mal zufällig zwei Tiere fangen. Und man hat eins auf der Seite sitzen und eins auf der Seite. Ja? So, dann schaue ich mir in Ruhe auf dem Handy an, was ich gefangen habe. Ich sag mal, hätte ich in Nordrhein-Westfalen einen Baumarder, den muss ich wieder laufen lassen, der hat keine Jagdzeit. Oder es hat sich eine Katze gefangen, die will ich aber jetzt nicht zum Tierheim bringen, weil ich keine Zeit habe, noch den ganzen Vormittag im Tierheim zu verbringen. Und ich kenne die Katze auch, die kommt vom benachbarten Bauernhof, die will ich wieder laufen lassen. Dann öffne ich jetzt den einen Schieber und den zweiten Schieber. Und dann läuft das Tier aus der Falle raus und läuft nach Hause oder sonst wohin. Ja, das war's dann schon. Ja, kein weiterer Stress. Der Hund läuft natürlich auch nicht dahinterher. Der bleibt schön sitzen oder ist angeboten, wenn er nicht sitzen bleibt. Jetzt kann ich die Falle neu stellen, gegebenenfalls neu beködern und kann wieder nach Hause fahren. Ja, habe ich auf dem Handyfoto die Zielart, die ich haben möchte, Fuchs in der Jagdzeit, Steinmarder in der Jagdzeit oder ein Waschbären, dann schließe ich die Köderöffnung, nehme meine Schubstange, das ist auch so ein Ding, was viele gar nicht haben. Ja, das ist, ich sag mal, eine Teleskopstange mit einem runden Metallblech vorne oder einer runden Holzscheibe, etwas kleiner als 30 cm, sagen wir mal so 28,5. Und das lege ich jetzt in das erste Betonrohr von einer Seite. Beide Schieber sind noch zu, ja. Dann gehe ich auf die andere Seite der Falle und stelle dort meine Abfangkiste hin. Und ich sag mal, sehr viele bieten Abfangkisten an mit so einer Reusenklappe.
Da bin ich persönlich kein Freund von, sondern ich benutze eine Drahtkastenfalle, die offen ist, wo das Tier also ungehindert reinlaufen kann. Es muss nichts hochdrücken und dergleichen. Und die Klappe fällt selbstständig zu, wenn das Tier hinten auf den Auslöser tritt. Ja? Ich habe diese Drahtfalle nochmal optimiert, indem ich etwas Teichfolie drumherum gemacht habe. Also ich habe an drei Seiten der Drahtfalle Teichfolie gemacht und nur hinten, das kleine Viereck am Ende, da ist Licht und die Tiere wollen zum Licht laufen. Die laufen also ganz durch bis zum Ende und dann treten sie schon drauf und stellen fest, es geht nicht weiter. Ja? Und dann kann ich vom Deckel aus nochmal ein Stückchen Teichfolie hinten rüber hängen und die Tiere sind sofort ruhig da drin. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt habe ich erstmal diese Abfangkiste aufgestellt. Ja, die sichere ich mit zwei Metallhaken, dass sie also nicht umfallen kann. Jetzt öffne ich den Schieber an der Seite, wo die Abfangkiste steht. Das Tier geht erfahrungsgemäß zu dem anderen Schieber rüber. Ja, also auf die andere Seite. Jetzt gehe ich um die Falle rum. Jetzt öffne ich den zweiten Schieber, also den letzten, dort wo die Schubstange ist. Das Tier geht jetzt schon Richtung Abfangkasten. Ja? Jetzt gehe ich an die Schubstange, die liegt ja auf einem Meter im Rohr vor dem Schieber, den ich jetzt zuletzt geöffnet habe. Und ich habe jetzt einen Schieber mit einem Metalldeckel, ja, also so ein rundes Metallteil ist da dran. Jetzt klappere ich auf den zweiten Meter mit diesem Schieber. Ein Steinmarder oder auch viele Füchse laufen jetzt schon in die Abfangkiste rein. Da sagt schon Klack und die Kiste ist zu. Ja? Ein Dachs, den muss man ein bisschen weiterschieben. Ja? Aber auch der, ich sag mal, läuft meistens so nach 3 Metern dann schon in die Abfangkiste rein. So, es hat Klack gemacht, der sitzt in der Abfangkiste. Ich lasse den Schieber im Rohr. Ich gehe rum, decke das Stückchen Teichfolie über die Stelle, die offen ist an der Abfangkiste, das Tier ist ruhig, ich lasse es sich beruhigen, ich greife in die Tasche, nehme meinen Revolver raus, der ist bereits geladen, ich spanne den Hahn, jetzt decke ich die Teichfolie zurück, ja, das Tier ist noch ruhig, setze den Fangschuss an zwischen die Gehöre und das war's. Ja. Der Vorteil bei der Fallenjacht ist, es gibt, ja, schon mal, dass man vorbeischießt, dann hat man den zweiten Schuss ja sofort. Aber es gibt keine Nachsuchen, es gibt keine Laufschüsse, es gibt keine Gebrechschüsse, es gibt keine Krellschüsse. Also verglichen mit einer Drückjacht ist die Fallenjacht human und tierschutzgerecht. Während bei Drückjachten eben Nachsuchengespanne da sein müssen, weil Laufschüsse entstehen oder Weitwundschüsse. Das ist so, ja. Interessanterweise sind so viele Menschen gegen Fallenjacht, aber Drückjachten gibt es nicht genug. Ja. Wie gesagt, auch da hängt es vom Schützen ab, gibt sehr, ich sag mal, zuverlässige Schützen, sehr gute Schützen, auch Schützen, die sich Zeit nehmen, aber es ist nie ausgeschlossen, dass mal ein Fehler passiert und eine Nachsuche produziert wird. Kommt bei der Fallenjagd nicht vor. Es gibt ja auch durchaus mehrere Wege, ans Ziel zu kommen, ne? Und jeder muss auch so den Weg für sich finden, ne? Der für ihn der richtige ist. Ne? Es gibt auch Leute, die setzen den Abfangkorb erst zur Seite, um den Fangschuss, ich sag mal, 5 Meter weiter anzutragen. Ich mache es also immer direkt vor der Röhre. Ne? Und ich habe da auch noch keine nachteiligen Effekte feststellen können. Und in Holzkasten fallen oder wo man reinschießen kann, schieße ich auch in die Falle rein. Auch da gibt es Berufskollegen, die haben das 40 Jahre gemacht, die haben auch keine negativen Effekte da festgestellt. Ja, bei der Kofferfalle haben wir den Vorteil, dass wir das Wild direkt im Fallenkoffer abfangen können. Das heißt, wir schlagen die Abdeckplane zurück, sprechen das Wild an, was sich in der Falle gefangen hat und können das dann auch umgehend in der Falle erlegen, ohne es dann nochmal in ein Abfangbehältnis überführen zu müssen. Hat ja für das Wild den Vorteil, dass es schnell geht. Es muss dann nicht nochmal mit dem Schieber in den Abfangkorb getrieben werden, um da drin erlegt zu werden. Und in Revieren, wo man, ja, ich sag mal, große Hausaufgaben hat, was die Fangjagd angeht, beispielsweise bei extremen Waschbärpopulationen oder auch bei extremen Nutria-Populationen, ist es auch für den Fangjäger eine gewisse Arbeitserleichterung. Und wenn man bei einer Vielzahl an Fängen dann wirklich auch nur den Kleinkaliber-Revolver mit zur Falle nehmen muss, um da die Falle danach neu stellen zu können und nicht mit mehr Material regelmäßig zur Falle laufen zu müssen.
Grähen-Effekte gibt es dadurch aber nicht, dass man sagt, dass man das Tier nicht entnimmt vorm Abfang oder dass die Falle dann auch nicht mehr angenommen wird. Ja, also meiner Ansicht nach ist das ein alter Mythos, dass die dass das Abfangen innerhalb der Falle zu irgendwelchen Aussonderungen von Stresshormonen oder was auch immer führt, was dann nachhaltig die Fängigkeit der Falle irgendwie mindert. Das hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt. Die Kofferfalle hat unheimlich an Popularität gewonnen und man hatte einfach viele Erfolge mit gehabt. Viele Jäger haben da gute Erfahrungen mitgemacht und auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich ein Fang in einer Kofferfalle, ein erfolgreicher Fang, der dann auch in der Falle erlegt wird, da tritt natürlich Schweiß aus. Das Wild ist schon Stunden in der Falle gewesen, wenn es sich in der Mitte der Nacht gefangen hat. Dass einfach die Tage nach so einem Fang die Fängigkeit der Falle einfach nochmal steigt. Also ganz im Gegensatz zu dem althergebrachten Mythos, dass das Abfangen in der Falle irgendwie einen negativen Effekt hätte. Das ist in keinem Fall so. Das ist einfach der Geruch, den das Wild in der Falle hinterlässt, dadurch, dass es einfach einige Zeit da drin gefangen war. Das sorgt eigentlich dafür, meiner Meinung nach, dass Artgenossen sich mehr für die Falle interessieren, weil sie da eben auch noch den Artgenossen in der Nähe vermuten oder wissen wollen, was da genau ist. Im Grunde fängt so eine Falle dann natürlich über mehr Interesse. Und auch haben wir festgestellt, wenn wir einen Fuchs gefangen haben, dass wir dann in der Folge auch mehr Marder fangen. Und da habe ich, glaube ich, den Eindruck, dass der dusselige Marder denkt, wenn wir in die Falle sogar der schlaue Fuchs reinkriegt, dann kann mir da schon gar nichts passieren. Und das hilft uns, glaube ich, auch an der Stelle. Wenn jetzt die Falle ausgelöst hat und in der Falle eine Kreatur ist, dann möchte ich diese natürlich auch abfangen. Dafür gibt es die Möglichkeit, die Klappe zu öffnen. Es wird also der Schnapper geöffnet. Dafür wird der Signalstift angezogen. Dieser Signalstift hat zwei Aufgaben. Zum einen das Wort an sich, Signal. Ich sehe also, wenn der Stab unten ist, ist die Klappe zu. Zum anderen ist es eine zusätzliche Sicherung. Das heißt, wenn auch ein Waschbär mal drin ist, kann er ja zwar diese Stange hochschieben, er kann aber nicht von außen diesen Schnapper öffnen. Und somit ist garantiert, dass der Fang auch in der Falle bleibt, bis ich als Jäger vor Ort bin. Um dann jetzt abfangen zu können, wird also die Stange entnommen. Den Signalstift benötige ich nicht. Es wird ganz leicht der Verschluss geöffnet. Und um sicher abfangen zu können, gibt es diesen Abfangadapter. Und dieser Abfangadapter wird jetzt unten in diesen Klappenausschnitt mit reingesetzt. Und um jetzt leichter abfangen zu können, gibt es jetzt hier dieses Abfangnetz. Das ist also hier so ein Kunststoffgewebe. Es befindet sich nochmal eine Schlinge mit dran, über die man zuziehen kann. Und dieses wird jetzt über diese Muffenverbindung auf den Entnahmeadapter aufgeschoben, wird über zwei Sicherungsstifte gesichert im Erdreich. Dieses Abfangnetz wird dann jetzt ausgerichtet, wird langgezogen und anhand von meinem Edelstahlseil kann ich jetzt die Klappe öffnen und kann mich jetzt zur Seite begeben, dass also das Tier jetzt in Ruhe springt.